Hallo, hallo, hallo. Ja, darauf warten wir schon den ganzen Morgen, dass das endlich gesagt wird. Ja. Wir sind auf dem Weg nach Schweden. Schillig. Nach Schweden, an der Nordsee. Genau. Wir machen uns jetzt in den Norden und Schoki Banoki auf dem Weg in die Hölle. Mal gucken. Ja. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Schoki Banoki in Schweden. Unser erster Tag. Schon beim Abflug ärgert sich Christian darüber, dass er sich halb ausziehen musste und unser Mentalist Mark hatte bei der Security nicht mehr auf dem Schirm, dass er einen Laptop in die Tasche gelegt bekommen hatte. Naja, Gedankenleser eben. Hier sehen wir Mr. Gucci himself. Ne, ich bin Mr. Laptop. Seit gerade bin ich Mr. Laptop. Ja, er kam nicht so richtig durch bei der Security. Sascha hat den Laptop in die Tasche geschmuggelt. Und dem Christian haben sie in die Hose gegriffen. Ja. Aber das ist eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt. Öffnen Sie mal den obersten Knopf. Ich gehe jetzt. Wir sind jetzt kurz vorm Start. Und Mark Hagenbeck, der Mentalist und Gedankenleser, hat Angst vorm Start. Was heißt denn Angst? Was heißt die Angst? Schiss hat er. Ich bin nur ein bisschen angespannt. So. Angespannt? Wo bist du denn angespannt gerade? Kann ich jetzt nicht sagen. Oh, es geht los. Das Schlimme ist, die Stewardess war eben hier. Man hat Pujan zum Verantwortlichen erklärt, zum Leiter des Evakuierungsvorgangs, falls was passiert. Und, das gibt mir schon zu denken. Ja, also Personalauswahl ist hier anscheinend nicht die Stärke. Ja. Euch normal? Warum weint die Stewardess? Ach, das war jetzt der Pilot da vorne. Es geht los. Während des Fluges konnte sich Schoki Banoki auf den kommenden Tag konzentrieren. Mark Hagenbeck, alias Gucci Wallenstein, brilliert hier mit einem hervorragenden Zaubertrick und der Rest der Truppe versucht den sanften Flug inklusive der äußerst gefühlvollen Landung bei ihm möglichst schlecht zu reden, damit unser Mentalist maximale Angstzustände ausstehen muss. Man achte übrigens auf die Entwicklung des Spitznamens Gucci Wallenstein, der bis zum Ende des Tages immer länger wird. Jetzt sind wir in Schweden angekommen. Und fall jetzt erstmal die Rolltreppe runter. Wir müssen jetzt Security. Wir sind gelandet. Ja, wir sind gelandet, genau. Unser Mentalist hat mentale Ängste ausgestanden. Nein. Da war nur wieder so ein scheiß Luftloch. Ja, da war so ein riesen Luftloch, so ein volles Krasse. Ne? Da hat es mal kurz geruckelt. Ich wusste gar nicht, dass Mentalisten Flugangst haben können. Auch, natürlich. Ja, wir sind doch auch nur Menschen. Was hast du sonst noch für Ängste? Angst vor leeren Biergläsern. Aber das wird dir selten passieren. Ja. Mittlerweile sind wir auch schon wieder in unserem Mietwagen angekommen. Mietwagen. Mit unserem Zauberer. Der Zauberer ist auch dabei. Genau. Gucci. Immer wenn wir Zauberer sagen, Wallenstein. So machen. Genau. Zauberer Gucci Wallenstein. Ja. Kannst du was zaubern? Ja. Schön. Also hier ist mein Handy, ne? Du sollst jetzt nicht zaubern. Jetzt Achtung. Das ging zu schnell und es hat auch schön geplumpst. Ja, super. Sogar mit Soundeffekt. Das ist der das sogenannte ist ja Zaubertrick. Plumps-Zaubertrick. Wir sehen hier im Hintergrund, die schwedische 26 ist grundsätzlich immer auf dem Kopf. Ne? Ja. Das ist unser Nummernschild. Wie heißt das? Nummernschild. Unser Hausnummer. Unser Hausschild. Ja. Unsere Hausnummer. Die schwedische 26 schwedische. Ist auf dem Kopf. Immer up the Kopf. Immer. Immer up the Kopf. Ja. Ah. Hallo Christian! Bruder! Hey! Komm mit! Boah, und hier ist dann das Wohnzimmer! Hey! Ist ja toll! Und im Wohnzimmer, da sind auch Betten! Nee! Hammer! Sogar zwei! Ja, das ist unsere Bleibe jetzt erst einmal. Hier müssen wir bleiben.
Ich muss mal bleiben, in der Bleibe. Ja, hammer, hammer hart. Wir sind jetzt hier mitten in Stockholm, kurz vorm Vasa-Museum. Voll die Kultur, die uns hier erwartet. Christian ist ganz aufgeregt und der Pujan hat schon... Bis zum Anschlag. Pujan hat schon Pipi in der Hose. Ja, ich auch. Ich freue mich schon sehr. Und, bin mal gespannt. Der Marc hat das Ganze hier initiiert. Der wollte unbedingt das kaputte Schiff sehen, das niemals rausgefahren ist. Das Ding ist 1300 Meter geschippert und dann ist es untergegangen aufgrund statischer Mängel. Lass uns mal angucken. Komm, wir gehen mal rein. Mal gucken, ob wir es überhaupt bezahlen können, den Eintritt. Daher ist es viel zu teuer und dann? Ja, und dann noch fahren wir wieder. Ja, fahren wir wieder, ist auch klar. Achso, jetzt machen wir ja ein Video, ne? Jetzt machen wir ein Video. Ja, ich wollte eigentlich ein Foto machen, ne? Ja, jetzt haben wir ein Video gemacht. Ich muss aber was sagen. Ja, jetzt sind wir sind ganz leise, weil es so eine andächtige Stimmung hier ist. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Also hinter uns ist das Schiff, das war so ein Schiff. Und das ist unglaublich, ich kann gar nicht beschreiben, wie das auf mich wirkt. Das ist wirklich krass. Erzähl mal weiter. Und wir sind gerade erst reingekommen. Ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt erzählen soll. Wir sind jetzt hier quasi am Bug des Schiffes. Und schaut euch das mal an, wie das aussieht. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass früher die Schiffe so gefahren sind. Ey, boah, krass. Wirklich richtig tolle Handwerkskunst. Und schade, ich bin dass gespannt, es an dem Bild steht. Jetzt ist er weg. Ich bin gespannt, wie der Rest vom Schiff aussieht. Das sehen wir jetzt gleich. Zum Vasa-Museum selbst gibt es nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Man muss es selbst gesehen haben, das schwedische Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert, das bereits auf seiner Jungfernfahrt gesunken ist und erst 1961 geborgen wurde. Über 25 Millionen Menschen haben die Ausstellung bereits besucht. Und 4 davon waren Shoki Banoki. Wir sind jetzt im Kino eingesperrt. Hallo. Wir sind im Kino eingesperrt. Und irgendwas läuft da jetzt. Total aufregend. Voll aufregend. Oh, Pui liest was vor. Lies mal. Habe ich schon. Entschuldigen Sie. Walter Kantrade Vasa, et Bildsberg um verhöret efter verlitzningen Bürgersnare. Was heißt das? Leckt mich am Arsch. Ich sage das aber kompliziert. Aber ganz schön lang. Ja, die drücken sich halt ein bisschen blumiger aus. Das Museum verlangt Shoki Banoki die größtmögliche Bereitschaft auf Kultur ab, was jedoch hervorragend gemeistert wird. Es ist bemerkenswert, wie friedlich und unauffällig wir durch die Katakomben des Museums wandern, ohne andere Besucher zu stören oder gar zu belästigen. Wahrscheinlich geschieht dies allein, weil das Kriegsschiff so beeindruckend ist. Wir sehen im Hintergrund total dämliche Engel. Guck mal. Diddlidlidl. Guck mal, siehst du die? Du musst auch die Kamera festhalten, damit ich den Finger da ran kann. Da. Guck mal, der hat einen dicken Bauch und trotzdem Sixpack. Das musst du erstmal hinkriegen. Also sowas hättest du wohl gern. Guck dir mal die Fettbäckchen an, das Doppelkinn. Boah. Also sind total scheiße hässlich, die beiden Engel. So hässliche Engel haben wir nie gesehen. Das war damals das Schönheitsideal. Oh, ekelhaft. Doch, dann kam Sascha und es wurde schlimmer. Wir müssen jetzt mal unseren Mentalisten suchen. Ja, der Mentalist ist... Wir haben den Mentalist kurz, verloren. Ich rufe ihn gerade mal. Ja, das müsst ihr gehört haben. Das müsst ihr eigentlich mitgekriegt haben, genau. Ja. Den einzigen, den wir verloren haben, ist der Gedankenleser. Wir haben den Gedankenleser wieder gefunden. Habt ihr mich schon gesucht? Da ist er, ja. Wir haben dich, Pujan hat dich per Gedankenübertragung rufen lassen. Ja, ich war im Keller. Also hier gibt es 1000 Sachen zu erleben, 1000 Sachen zu sehen. Unten im Keller werden die Leute mal vorgestellt, die auf diesem Schiff gelebt haben, die mit dem Schiff mitgefahren sind, die auf diesem Schiff gestorben sind. Die wurden anhand von Schädelrekonstruktionen wurden die restauriert sozusagen. Also man konnte nachbilden, wie die ausgesehen haben. Und das kannst du unten erleben. Ich habe das eben schon aufgenommen. Das kann man ja hier vielleicht mal ganz kurz einblenden an der Stelle. Und guckt euch das mal an. Krass, oder? Da sieht man richtig, wie die ausgesehen haben. Das ist schon ein bisschen spooky. Aber halt auch wichtig, um den Leuten auch mal, die da leider gestorben sind, auch mal ein Gesicht zu geben. Genau. Ja, jetzt gehen wir mal weiter, oder?
Ja, nicht, dass wir dich wieder verlieren. Wir haben schon gedacht, dass du irgendwo auf dem Boden rumkriechst oder sowas zwischen den Beinen. Aber gut. Weiter geht's. Schweden gibt es nur 4G, da gibt es überhaupt kein 3G. Hammer, das war schon seit tausenden von Jahren. Ja. Und was macht die Stange? Ja, frag mal. Was soll die Stange sein? Das ist die Pole zum Pole-Dancen. Ja, auf dem Schiff. Die ganzen Bitches damals auf dem Schiff. Ja. Krass, aber nur 1800 Meter lang. Ja. Danach aber mit 4G. Mit 4G haben die... Die ganzen Bitches hatten 4G und 1800 Meter lang eine Stange angestanzt. Hammer. Was ist das hier alles? Ja, ja, waren Bitches. Nun ist es schon wieder soweit. Wir haben den Gedankenleser wieder verloren. Ja, Gedankenleser ist wieder verschwunden. Du hast aber auch keinen guten Job heute. Nee. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ein Zauberer. So, ja, genau. Zauberer. Zauberer. Ja. Das ist grauenhaft mit dem. Ja, wir müssen uns jetzt nochmal auf die Suche nach dem Gedankenleser machen. Der ist irgendwie verschwunden. Und, warte mal, ich empfange was. Weißt du, wo er ist? Er sagt, verpisst euch, ich habe eh keinen Bock auf euch. Ach so, ja, okay, na dann, okay. Dann macht's wieder Sinn, ne? Macht's wieder Sinn, ja. Scheiße. Ja. Warte mal, ich rufe ihn nochmal an. Ich bitte ihn nochmal irgendwie um Verzeihung oder so. Ja, er hat gesagt, ich bin unten am Schiff. Unten am Schiff ist er? Unten am Schiff ist er. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal runter ans Schiff. Genau. Es stellt sich immer noch die Frage, wo ist Gucci Wallenstein, unser Mentalist? Katastrophe. Wo ist er? Ich sehe ihn auch nicht. Ich mache mir langsam Gedanken. Ja, dann wird sich doch nicht irgendeine andere Gruppe angeschlossen. Warte mal, ich mache mir Gedanken, dann findet er uns vielleicht. Ja. Wir haben schon vermutet, dass der Gucci Wallenstein sich irgendwo bei einer Familie eingeschleust hat. Ja. Und gerade auf dem Rücksitz, im Kindersitz sitzt und so tut, als wäre der Sohn der Familie. Und die Kekse wegfrisst. Wegfrisst und erst heute Abend wird die Familie es raffen, wenn sie ein kleines, bärtiges Kind haben. Wenn er die komplette Küche leer frisst, dann merken sie, oh, das kann kein Kind sein, so viel wie der frisst. Ich glaube, wir gucken nochmal, ob wir vielleicht den Gucci finden. Gucken wir mal, wo Gucci Wallenstein ist. Aber es ist mir scheißegal, wer dabei zuguckt. Und das machen wir heute Abend in der Disse nochmal. Oh nein! Essen. Dann musst du mich ja immer umarmen. Ich werde dich permanent umarmen. Was denkst du denn? Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Mentalist nicht auch wieder abhaut, ne? Ja, ich bleibe jetzt bei euch. Ich bleibe jetzt bei der Gruppe. Jetzt müssen wir erstmal hier... Habt ihr den Regenschirm mit, den ihr hochhalten könnt? Achso, ey, scheiße, das war eng hier. Wie heißt das? Wie heißt das hier? Ey, der drückt doch noch hier. Jetzt komme ich nicht raus, Alter. Alter, jetzt lass doch mal, jetzt hör mal die Scheiße in Ruhe. Die sind irgendwie als Scheiße. Drehtür in Ruhe da. Gleich kommen die Security. Alter, die sind hier in Schweden rabiat, was das angeht. Ist das für dich auch so schön wie für mich? Nein. Boah. Das sind doch Spackos, ey. Richtig, voll die Spackos. Jetzt sind sie. Find das. Jetzt haben sie Spaß. Ja, herrlich, genau. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Mentalisten nicht wieder vergeigen. Ja, doch. Zauberer. Mach nochmal Zauberer. Nee, Zauberer. Ja. Also dürfen wir an dieser Stelle meinen neuen Künstlernamen schon verraten? Ja, Gucci Wallenstein. Gucci Wallenstein ist mein neuer Künstlername. Ja. Den werde ich mir demnächst eintragen. Ja. Ich hoffe, er gefällt euch. Ja. Wir machen jetzt mal wieder raus aus dem Museum, weil wir haben das gesehen. Alles gesehen, was das Schiff zu bieten hat. Ganz toll. Wirklich Empfehlung, sobald ihr in Stockholm seid, kommt hierher. Es ist total klasse. Ja, super. Knaller. Besonders im Restaurant. Super. Da war ich ja nicht so lange. Ja. Ja, du warst ja allein unterwegs. Ja. Du bist ja Alleinunterhalter. Ich habe schöne Filmchen gedreht. Ja. Also, wir gehen jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt mal raus. Ja. Mal gucken, was Stockholm noch so zu bieten hat. Jawohl. Wir haben jetzt gerade mal schöne Runde Bier bestellt im Hafen von Stockholm. Ist so lecker, 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 lecker. Ja. Schöne Runde Bier für 30 Öcken. Oh, was schmeckt das Bier so gut? Und das Lagerbier ist echt nicht so toll, ne? Das ist okay. Das hat 30 Euro gekostet, das schmeckt.
Das muss schmecken. Wir müssen uns da ganz klar verstehen, Freunde der Nacht. Ja, das muss schmecken, ansonsten ist Kacke. Ja, meine Brille hier ist kaputt gegangen. Guck mal da. Ich schieße trotzdem auf, weil es so hell ist. Guck mal, sieht man das hier? Ja, voll kacke. Aber wir gehen jetzt, unser Plan ist, wir gehen jetzt ins ABBA-Museum. Ja. Nun sind wir vom ABBA-Museum. Und Marc Hagenbeck alias Gucci R.F. Wallenstein, ja, muss singen. Oh, ich freue mich so. Sing! Ich freue mich so. Sing! Das ist Sprechgesang. Ich freue mich so. Du musst schon singen. Ja, ich singe gleich im Museum, okay? Ach so. Ja, ja, ich mache das gleich im Museum. Ich leih mir deine Perücke, ich leih mir deine Outfit. Dann fange ich an zu singen. Ich verspreche es euch. Oh, schon mal, ja, komm. Bringt ja nichts. Ja. Hat ja keinen Wert mit dem. Wir machen jetzt mal, komm. Also, wir singen hier in der Kabine und versuchen, so viele Töne wie möglich zu treffen. Und ja, es hat uns ja eben nur spartanisch yes, we want gelungen. Ja, und okay. Jetzt geht's los. Okay, was machen wir jetzt? Dancing Queen. Dancing Queen. Okay. Oder Money Money. Oder Dancing Queen. Oder Honey Honey. Oder was anderes. Oder Gimme Gimme Gimme. Was soll ich machen? Waterloo. Oder Dancing Queen. Ich helfe dir. Okay, Dancing Queen. Ah, das muss auch ja, mal richtig. Dancing Queen. Es kommt Dancing Queen. Ja, da aus rechtlichen Gründen das Lied nicht gespielt werden kann, muss hier ausgeblendet werden. Aber man sieht, dass wir richtig viel Spaß haben und Marc Hagenbeck hier voll in seinem Element ist. Ich muss mal hier gerade ein bisschen vorspulen, ja genau. Also, weil es geht ja immer so weiter und man hört ja nichts. Dancing Queen kennt man ja. Das Lied an sich ist sehr bekannt und eingängig. Und hier in der Kabine stehen wir vor einem Bildschirm, der uns den Text darstellt und wir versuchen mitzusingen, was natürlich nicht immer gelingt. Aber wir haben unser Bestes gegeben und von außen hat man sicherlich auch gesehen, dass wir richtig gut drauf sind. Super! Ja, wir sind totale Scheiße. Ja, okay. Ja, Marc Hagenbeck hat gesungen. Hagenbeck muss Scheiße fressen. Erledigt! Ja, erledigt, gut. Tschüssikowski, ich bin weg. Ja. Das war das ABBA-Museum. Alter, das war so geil. ABBA-Museum. Wir haben gesungen, wir haben getanzt. Ja. Ja. Kann man das eigentlich zeigen? Ja. Müssen wir nochmal kurz erklären. Gucken, ob wir es zeigen können. Das war gut. War gut. Also wir können wenigstens die Bilder zeigen. Ob wir die Musik, wir waren gut. Ob wir die Musik abspielen können, ist die Frage. Ne? Gucken wir mal. Weiß nicht so genau. Ja. Aber das war das ABBA-Museum heute hier in Stockholm. Jetzt werden wir uns so langsam mal ins Bett begeben. Vorschlafen. Mhm. Und dann geht's richtig los heute Abend. Heute Abend haben wir noch ein bisschen was Danke, vor. Danke, bis dann. Ja. Ciao. Und wir werden mal schauen, was da so geht. Ja, bis gleich. Mittlerweile haben wir ja schon wieder Abend. Und wir sind auf der Suche nach irgendeiner Bar oder was? Ja, nach einer Straße mit Bars. Mit Bars. Und wollen... ach, guck mal, da hinten ist ja auch hier Reginald... Nee, warte mal. Gucci, Reginald Fitzgerald. Nee, da war natürlich noch was. Gucci, Reginald Eidechsenzunge. Gucci, Reginald Eidechsenzunge Fitzgerald Wallenstein. Ja, das ist hier unser Mentalist. Ja. Und wir suchen jetzt gerade nach einer Bar. Wir suchen jetzt nach einer Bar und lassen den Abend dort ausklingen und dann sehen wir weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Also für uns morgen, für euch in ein paar Sekunden und dann... Andersrum wäre geiler. Meinst du? Ja. Schade. Tschö. Tschö. Ja. Wir haben uns jetzt in das Restaurant begeben. Restaurant vom Wasermuseum. Und der Gedanke hieß, er ist immer noch weg. Ja, hat sich retinisiert. Komisch, ne? Wie so ein Gedanken hieß er. Und der Christian macht gerade Splitwise. Weil wir haben nämlich das tolle Splitwise. Jetzt hast du schon wieder Werbung gemacht. Ja, dann sag ein anderes noch. Tetris. Tetris ist noch eine App. Und was? Gibt es noch eine App? Nein. Keine andere App? Ich kenne nur Kicker.de. Ja, genau. Das haben wir. Gut, auf jeden Fall, Christian hat diese. Ja, wie heißt das? Wie heißt denn sowas? Eine Geldteil-App.
eine Geldteil-App. Da kann man Geld teilen. Ja. Da kann man, wenn man was ausgegeben hat, hat man vorher angelegt, was für Personen man in der Gruppe hat. Und dann teilt man das Geld einfach. Die Rubi-Zugi. Also die Installation, die geht. Hammer, aber so, ja. Zacki, zacki, zacki. Julian ist ja auch Experte bei sowas.